Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch die Lunarbox von Edosaya. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lunar von Edosaya, das Ganze am 28. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, vor nicht allzu langer Zeit, und zwar im Mai diesen Jahres, ist das vorige Album erschienen, und zwar The Entire History of You. Und jetzt, innerhalb weniger Monate, kommt direkt das nächste Album, das auch direkt eine Box dabei hat. Dieses hier, Lunar, wir werden mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir mal rein. So, wir haben hier eine schwarze, recht hohe Box im Hochformat. Das Ganze ist ziemlich düster, ziemlich schwarz. In der Mitte haben wir hier so einen kleinen Ausschnitt, so ein Fenster, meiner Meinung nach. Und aus diesem sehen wir hier draußen die Straßenbeleuchtung und oben noch eine kleine Mondsichel. Also ein sehr minimalistisches Cover. Sonst gibt es hier nicht allzu viel zu sehen. Die Box ansonsten hier auch in schwarz. Hier lesen wir noch Lunar mit großem R. Und auf der linken Seite Edosaya. Auf der Rückseite haben wir das Ganze hier noch beschriftet mit den Infos, mit Barcode, Labels, Logos. Okay, gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Trotz der Größe ist der Boxdeckel aufklappbar, also nicht abnehmbar, sondern hier wirklich zum Aufklappen. Und wir kommen zum Inhalt. Als erstes haben wir hier ein Shirt. Dann haben wir eine Mütze, einen Mundschutz oder eine Mund-Nasenmaske, dann ein Polaroid-Foto, 1, 2 Sticker und hier ist noch ein dritter Sticker und das Album an sich. So, ansonsten ist hier nur noch so ein kleiner Faden drin, ein bisschen Rest. Gut, die Box von innen schwarz, wie wir sehen können, packen wir wieder zusammen und dann schauen wir mal. Also, der Großteil der Inhalte ist hier in Folie. Also bis auf Sticker und Polaroid-Foto, wirklich alles in Folie. Okay, das ist die Mund-Nasen-Maske, der Mund-Nasen-Schutz. Dann natürlich die Mütze. Und das Shirt, das echt eine Menge wiegt und scheinbar auch ziemlich groß ist. Also ich glaube, das ist so heftig oversized geschnitten. So, und natürlich das Album an sich. Den Rest packen wir dabei noch zur Seite. So, dann kann es auch schon losgehen. Das ist das Album an sich. Lunar kommt hier in einem Jewel Case. Cover ist ident mit dem von der Box. Auf der Seite ganz simpel der Interpret. Und auf der Rückseite, spannend, gibt es keine Tracklist. Hier ist einfach alles in schwarz. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir hier ins Booklet. Edosaya Lunar. Dann nochmal hier die Mondsichel. Dann haben wir hier die Tracklist. 17 Tracks an der Zahl. Die Infos. Hier unten rechts auch noch die Credits zum Album. Die Produzenten sind ja auch mit angeführt. Und die Features. Also wir haben hier diverse Features auf diese 17 Tracks verteilt. Und zum Abschluss, was gibt es hier noch? Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder seinen eigenen eines Tages wiederfindet. Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz. Ja, bekanntes französisches Buch für Kinder, aber auch natürlich für Erwachsene. Ein Zitat aus diesem Buch. So sieht das aus. X6. Dann haben wir die Album-CD. Die ist auch wieder in dieser Fensteroptik. Mondsichel hier zu sehen. Und ansonsten in schwarz. So, wir kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier 3 Sticker mit dabei. Im Querformat Lunar-Sticker, einmal, zweimal, dreimal,
in schwarz-blau mit weißer Schrift darauf. Dreimal im Querformat. Dann haben wir ein Polaroid-Foto. Einmal hier den guten Edo Sayer abgebildet und auf der Rückseite ebenfalls, also beidseitig bedruckt. Als nächstes, passend zu dieser ganzen aktuellen Corona-Thematik, haben wir hier einen Mund-Nasenschutz. Der kommt hier in weiß. Unten links gibt es dann noch den Lunar-Aufdruck. Ansonsten hier wirklich alles in weiß, auch die Träger. Das Ganze ist hier XL. Okay, zum Material oder sonst was steht hier nichts weiter dabei. Ich probiere das mal ganz kurz an. Upp. Ja, also die ist auf jeden Fall großzügig geschnitten. Passt gut. Muss ich ehrlich sagen, weil speziell jetzt die Träger, die hinten hier um die Ohren, die sind angenehm. Und bei vielen Masken schneidet mich das einfach bei den Ohren ein und es tut mit der Zeit weh. Aber da sitzt die jetzt nicht ganz so eng und da haben die Ohren noch gut Platz. So, als nächstes kommen wir zur Mütze. Die ist natürlich auch passenderweise in weiß. Vorne wieder Lunar. Das hier allerdings so ein Kunststoffteil, das hier aufgenäht wurde. So sieht es aus. Alles hier auch entsprechend geprägt und zu spüren. Und wir haben es hier zu tun mit, ist ja gar kein, ah doch, mit 100% Polyester. Und diese Mütze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. So, dann packen wir die wieder zusammen. So, für den kommenden Herbst und Winter natürlich gut geeignet. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier ein Shirt, das sehr weit ist. So, ein weißes Shirt. Auch hier wieder natürlich das Cover aufgedruckt. Darunter lesen wir Lunar 2020. So, und auf der Rückseite auch nochmal der Albumtitel plus der Interpret. Und bei dem Shirt handelt es sich um ein Edo Sayer in der Größe L. Keine Materialien, okay, eventuell sind die hier unten. So, hier. Wir haben es zu tun mit einem DLXTX, also das Logo von Deluxe Boxen ist hier noch drüber. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Ja, das ist jetzt zwar auf dem Zettel L, aber wie gesagt, es ist sehr, sehr groß vom Schnitt. Also ich glaube, man kann das auch hier sehen. Ja, ich glaube, der Künstler selbst trägt ja auch ziemlich weite und lockere Sachen. Dementsprechend passt das auf jeden Fall dazu. Ja, ich mag meine Shirts dann doch eher etwas enger, aber kann man auf jeden Fall anziehen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dieses Oversize-Shirt in der Größe L. Dann haben wir die Mütze mit dem Lunar-Aufdruck. Ebenso diese Mund-Nasen-Maske, der Mund-Nasen-Schutz. Das Polaroid-Bild, zweiseitig. Die Sticker, 1, 2, 3 Stück. Dreimal Lunar-Querformat. Und natürlich das Album an sich im regulären Toolcase mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Lunar von Edo Sayer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Edo Sayer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.